Binsenhechterl auf Topwater. Oder? Willkommen am neuen See. Jetzt sind wir gerade mit dem Aufbauen fast fertig. Und schaut gleich mal richtig cool aus. Jetzt zeige ich das dann auch gleich. Ganz ein anderer Seetyp irgendwie. Wir haben am Satellitenbild schon gesehen, dass das Wasser viel dunkler ist. Das heißt für uns, dass der See wahrscheinlich grundsätzlich tiefer ist und er ist auch klarer, habe ich das Gefühl. Schaut nach Schoderboden aus. Da jetzt zumindest einmal. Naja, und den erkunden wir jetzt. Das freue ich mich jetzt. Anderer See war zwar immer noch cool, aber was Neues ist auch immer mal lässig. Und der schaut auch ein bisschen abgeschiedener aus, muss man ganz ehrlich sagen. Sind wir gespannt, ob es ein paar Barsch gibt für uns und Hechten. Gut? Petri Lucke. Petri. Fäppis, jetzt hängt er. Schauen wir mal, wie es ausschaut in dem See. Okay. Erster Fisch im neuen See. Erster Fisch im neuen See. Sehr gut. Das war, ich hab schon was gesehen, was mir gefällt. Jetzt pass einmal auf. Schau dir mal den Bauch an. Gratuliere. Geil. Geil. Gratuliere. Ja, danke. Das ist einmal genau das, was wir uns vorgestellt haben. Gib dir das einmal. Schau dir mal den Bauch an. Geil. Das sind die Lapplandhechte. Das sind. Jawohl. Alter, geil. Da freue ich mich jetzt. Cetta. Klein, aber feiner und wunderschön. Wirklich geil. Schön. Ja, wie ihr seht, Großköder gerade oben. Wir fischen jetzt ein bisschen übers Freiwasser, so 3 Meter in etwa. Tiefer als eigentlich am anderen See in den meisten Fällen. Aber richtig bissig waren es noch nicht. Lucky hat 2 Fische gefangen, hierbei in die Binsen, den einen mit wunderschönem Bauch und dann nur einen ihren Fäbis. Ja, aber so ist das halt an einem neuen Gewässer. Jetzt werden wir mal das Ufer dann wechseln, werden wir ganz umgekreuzen und einmal schauen, was da los ist. Wir haben uns jetzt natürlich einmal das Ufer ausgesucht, auf das der Wind hinbläst, standardmäßig, aber ja, das muss ja nicht immer gelten. Einen Spot machen wir noch, Storn ein wenig, Binsen und dann nichts wie drüber übers Freiwasser. Also, Petri Lucky. Petri. Der erste Barsch des Urlaubs. Bleibt man heil. Halt, Fisch, Fisch, nein, weg! Weg? Jetzt hab ich ihn. Ja, schon, ja, Barsch. Oder? Massiv Barsch. Wenn es ein Barsch ist, ist es massiv Barsch. Wenn es ein Barsch ist, ist es massiv Barsch. Ja. Okay. Wenn es ein Barsch ist, ist es ein massiv.
Lucke hat er schon ein paar gefangen, aber auch sehr schwer. Ich habe einen Mini-Barsch gefangen und jetzt habe ich da meinen ersten Hecht dran. Natürlich mit Titanspitzel. Nicht einmal ein schlechter. Auf dem Twitchbett und jetzt hoffe ich mir, dass ich auch meinen Lappland-Bauchfisch da habe. Den hätte ich mir nämlich auch gewünscht. Das ist so einer mal fangen. Der hat ihn aber richtig genommen. Jetzt wird es da mal still. Ja, schau her. Der wird was für Zeug. Der wird was für Zeug. Ja Leute, gehört auch dazu. Zeigen darf man es nicht, aber bevor ich ihn jetzt lang will, entnehmen wir ihn. So dünner ist, aber das wird nichts mehr. Döbel jagt Kirsche. Beste Imitator es gibt. Eil frisst gerade Kirschen. Fangt mega zur Zeit. Hoffentlich. Soll ich gleich draufbleiben? Ich glaube, dass es jetzt gleich soweit ist. Ein, zwei Wurf noch. Zu verlockend. Listiger Döbel. Frisst Kirsche. Ah, da ist er! Henk! Ein Wurf! Nein, weg! Geil! Listiger Döbel. Der funktioniert immer. Auf Anzug. Auf ne? Anzug. Das ist top. Top! Was will man mehr? Passt. Danke, Lucke. Jetzt wollte ich gerade was sagen. Ich suche gerade meine Kirschen. Hab schon. Die Kirschen? Da. Ich wollte gerade sagen, ich würde es jetzt nicht als Niederlage bezeichnen, aber als lehrreich. Ach, sehr lehrreich. Jetzt haben wir da, weiß ich nicht wie viele Stunden, 5 Stunden oder was, den sehr intensiv gefischt und haben nicht einmal annähernd so viel Biss gekriegt wie. Nie. Wie Sarjärvi. Sarjärvi. Geschweige denn, war die Gräs irgendwie gut. Barsch haben wir auch nicht wirklich gekriegt. Aber mein Gott, das wir einzige, haben jeder einen Bauchfisch gefangen. Genau. Drei haben wir sogar gefangen. Drei schöne Fische. Genau. Drei Bauchfisch. Das war eigentlich auch so ein kleines Ziel vor dem Urlaub, dass wir so einen Bauchfisch fangen. Jetzt schleppt man noch zubi, dann räumen wir alles wieder aus und hauen es drüben wieder ins Boot rein. Und zwischendurch gibt es vielleicht eine Runde Spaghetti. Ja. Auf die freue ich mich auch schon. Ja, sehr gut. Also, Mahlzeit und bis später. Mit Bauch. Ein bisschen am Bauch, oder? Fisch mit Bauch. Ja. Wenn er nur ein bisschen was isst, kommt er an den Hechten schon zu. Fällt ihm zwar noch ein wenig was? 10 Regenbogen verrissen. Muss ich noch ein paar. Und ein paar listige Döbel. Mhm. Aber sonst? Lang ist er schon mal. Schöner Fisch. Guten Abend. Das ist heute der vorletzte Abend. Und wir haben fertig. Fertig. 23 Uhr, 15 Fisch. Der Trip auf den anderen See war, naja,
Aber wir haben beide einen Bauchhecht gefangen. Wollte gerade sagen. Den sogenannten finnischen Bauchhecht. Das war schon cool. Jetzt haben wir da noch ein paar gefangen. War ganz cool eigentlich. Kann man nicht meckern. Hat gut gepasst. Ja. Und morgen lassen wir uns den letzten Tag noch in Ruhe ausklingen. Genau. So tun wir. Also, wir gehen pennen und sehen uns morgen. Gute Nacht. Bis später. Alles klar? Alles klar. Letzter Tag. Jetzt haben wir richtig bald dran, gell? Heute sind wir mal richtig bald dran. Haben wir gesagt, den nutzen wir noch gescheit. Letzten Tag und sind einmal um 10 Uhr aufgestanden. 10 Uhr aufgestanden, gemütlich gefrühstückt, gewaschen, ein wenig alles gemacht. Ja, und jetzt ist, ich weiß gar nicht, wie spät ist es. Jetzt ist 11. 10 vor 11 ist jetzt, ja. Erster Wurf um 10 vor 11. Wird gleich folgen. Genau. Auf die Nacht sind wir noch zum Essen eingeladen. Genau. Das auch. Schauen wir mal, machen sie noch einen gemütlichen Tag auf, fangen wir ein paar Fisch. Wo steht der Counter? 117 irgendwas? Irgend sowas, 117, 120 ja, glaube ich. Machen wir 121, 122 heute, dann passt es. Dann passt es, genau. Alles klar, dann Petri. Bis später. Leute, ihr seid natürlich bestimmt neugierig, mit was wir eigentlich die ganze Woche so gefischt haben und was eigentlich unsere Top-Köder waren. Da haben sich ein paar herauskristallisiert, die ich euch jetzt zeigen möchte. Zum ersten einmal für unsere Fischerei in die Binsen rein haben sie zwei Köder als Extremfänge erwiesen, und zwar einerseits der 12er Shettis in grelle Farben. Da ist jetzt nur Official Roach über, die ganzen Fire Tiger, Fireflex haben sie uns zerbissen. Teilweise haben wir da die Edit Spinner Baits verwendet, ich muss mal da kurz suchen. Das sind diese Spinner Bait Konstruktionen, die man da am Köder festmachen kann, sodass der Köder noch krautsicherer läuft und binsensicherer, aber auch noch auffälliger. Dann Chatter Baits, in dem Fall der Blade Bite von Westin, waren extrem erfolgreich, insbesondere jetzt in den letzten paar Tagen waren so kleine Ladeköder extrem gut. Auch in die Binsen noch fischbar, wenn sie nicht ganz eng waren, war der 10er Swim, oder ist der 10er Swim. Der zieht doch relativ enge Bahnen, sodass man durch diese engen Spalten noch durchkommt. Ja, und wenn wir dann schon langsam Richtung Freiwasser gingen, waren auf jeden Fall sowohl die 18er Pultis als auch die 24er Pultis eigentlich die Top-Köder. Der Luki da hat meistens gefischt mit seinem Eil, das die Kirschen jagt, haben wir dazu gesagt. Und ich sehr gern mit dem grellen Hecht. Und der hat ja auch diesen ganz großen Fisch gebracht, den 1,19er. Genau, und was im Freiwasser noch super war, war einerseits die Farbe, der Red Devil, der rote 22er. Und was ich für mich entdeckt habe, sind große Spinnerbaits. Da in dem Fall jetzt mit den Indiana Blades. Es haben aber auch die Colorado Blades gut funktioniert. Die Willow Blades sind ein wenig tief gelaufen für den See. Aber die haben vor allem im Freiwasser gut funktioniert, wenn die Fische von der Weide den Köder schon spüren sollen. Genau. Und soweit dazu. Mal zu den Ködern. Und nachher zeige ich euch kurz noch, was von meinen Ruten, welche zwei Kombos, dass ich da gefischt habe. Kurz zu den Kombos. Für das Binsenfischen habe ich die W8 Power Strike T mit bis zu 60 Gramm Wurfgewicht im Einsatz.
kleine Beatcaster drauf und mit der habe ich, wie gesagt, eher die Chatterbeats, die kleinen Gummis, die 10er Swims und so geworfen. Da habe ich eine 19er Flochtöne drauf, eine 40er Fluorcarbon-Schlagschnur und eine 15 Kilo Titan. Das ist so das Setup gewesen, hat mich gut begleitet durch die Wochen. Und wenn es dann ins Freiwasser gegangen ist, habe ich vor allem da eben die 24er Bull-Tees und die großen Keder geworfen mit der W8 Powercast-Tee bis 180 Gramm Wurfgewicht. Da habe ich eine ordentliche Mischmaschine oben, eine 301er Tranks, eine 30er geflochtene, da kein Fluorcarbon, sondern ein Meter Hardmono in der Stärke 0,90 mm, direkt quasi über, also über den Ring mit der Hauptschnur verbunden. Und genau, das ist eben das, wenn es ums schwere Gerät geht. Macht aber auch irrsinnig Spaß und ist sehr füllig, die Ruden. So, im Sinne aller, die da einmal nach Lappland fahren, haben wir gesagt, machen wir jetzt ein kleines Gewinnspiel. Und ja, derjenige, der da rät, was für ein Bier besser ist von den zwei, haben wir gesagt, aus dem machen wir ein Gewinnspiel. Wir werden es nicht gleich verkünden, sondern erst, wenn der Gewinner feststeht. Und zum Gewinnen gibt es, haben wir gesagt, ein 24er Bulltis und ein wenig Strike Lovers Merch, bestehend aus Pickerl, Stickerbogen, ein Hefisch-Baffling dazu. Hefisch-Baffling auch dazu. Und ja. Und zwei Wochen nachdem das Video online gegangen ist, verlosen wir das Zeug unter alle, die richtige Antwort gepostet haben. Genau so machen wir. Das ist eine eindeutige Gewinnerlücke, oder? Für uns auf jeden Fall gibt es einen eindeutigen Gewinner aus den zwei Bier. Und ja. Ihr könnt euch ja die vergangenen Videos anschauen, vielleicht hört man da schon ein wenig raus, welches Bier besser schmeckt. Das ist leicht möglich. Ja. Passt? Passt. Gesehen. Das ist ein schöner Fisch. Wie, ja, und wie meiner. Ist das deiner oder was? Weiß ich nicht, aber meiner war von der Größe jetzt genauso. Ich gegen den Bauch nee. Ein schöner Fisch. Oder? Alter, geil ist das leicht. Cool. Da kann man nämlich viel Spaß haben mit so einem Zeug. Klein, aber fein. Am letzten Tag probieren wir das auch noch aus, gell? Top Water. Cool. Hat sich mal richtig rausgehauen, gerade ein paar Meter vom Boot, dass wir beide ein wenig überrascht waren, gell? Aber geil. Mega. Voll. Cool. Und freut es dich jetzt mehr? Ja, schauen wir mal. Cool, aber schon es war schon lustig. Ein Wurf. Ein Wurf, ja. Was mich interessiert hat, wenn man die frischen einmal anfischt mit dem Zeug. Ich habe sie auch nur gemacht an einem Spot, wo sonst nichts mehr dran ist, dann habe ich ihn halt einmal in großen Arm.
jetzt an. Oder weh aufgebracht, gell? Beim dritten Mal. Sehr lang. Oh. Jetzt haben wir schon ein paar, gell? Also gefangen haben wir sicher 10 Fische haben wir sicher schon gefangen. Und ja, mindestens nur mal so viel Föbis nachgehen. Aber wenn ich auf Topwater die Biss kriegen kann, schon einen gelben Fliegenbach, dann wechsel ich die Köder nicht mehr. Das macht mir richtig Spaß. Die Hunde explodieren. Es ist so cool. So. Darf der gehen? Yo! Sitzen wir aber gut. Glaubst du, filmst du uns noch? Das schaut so nach uns. Das schaut so nach uns. Schau mal, wie es uns in Spitz aussieht. Ja. Das passt aber. Aber es war vorher schon so. Ein wenig ja. Oh! Das ist ein Wahnsinn. Eigentlich hätten wir die ganze Woche so vorne. Ja, da sieht man mal, was das für eine Riesenschüssel ist. Ja, ja, look, ja, passt gut. Auf eine gelungene Lapplandwoche. Würde ich auch schaut sagen. Fast aus, jetzt fangen wir gleich zum Schmusen an, wenn wir da so sitzen. Das ist ja Wahnsinn. Mm. Ah, ist schon fast. Ich sag's euch gleich, es ist nicht die Gewinnspielauflösung. Nein, auch nicht. Aber vielleicht doch. Es ist nur. Es hat ein wenig was, ja, ein wenig warmes. Warmes, ja. Warmes. Ja, super war's. Ein Traum, würde ich sagen, oder? Unglaublich. Alles dabei. Viel Fisch, ein Riesenfisch, ein Lebensfisch, kann man sagen. Lebensfisch. Ja. Nichts dazwischen, witzigerweise. Zwischen 80 und 1,19 Meter war irgendwie eine Lücke. Aber mein Gott, das kann nächste Saison schon ganz anders ausschauen. Wenn du die Fisch heute anschaust, das nächste Jahr ist 90er sind oder in 2 Jahren, puh, dann kommen wir wieder. Ja, auf jeden Fall. Wir haben im Wetter am Auge gehabt. Traumhaft, alles traumhaft. Ja, hey, wirklich. Falls die ersten zwei Teile oder den ersten Teil, wir wissen noch gar nicht was, das wird nicht gesehen, aber schaut es einmal rein. Da kommt auf jeden Fall ein großer Fisch vor und viele Fische. Lasst uns bitte ein Abo da, Like, Kommentar, das Übliche. Was soll man noch sagen? Wo fischen wir als nächstes? Auf der Donau, nämlich beide, gell? Donau, ja. Du auf beide. Praxen. Ich auf Praxen. Ich werde ein wenig Zander fischen gehen. Jetzt habe ich vom Hecht. Bin einmal gut gesättigt. Mal gut gesättigt. Für Zeil, das passt jetzt. Ich gehe einmal vor allem fischen, nur vielleicht irgendwann. Aber sonst. Das passt. Einmal ein Hecht. Lass uns mal in Ruhe jetzt. Zwei Wochen. Also, ja, Prost nochmal. Petri und bis. Spätri.